dich an. Ich habe kein Ziel. Bitte bleib konstant FPS, bitte. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen gefangene Minenarbeiter retten. Wieder in die Höhle rein? Ey, sag mal, das kann doch nicht angehen. Oh. Huch! Nein! Nein, 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 nein! Oh! Nein, schon wieder verdrückt! Ich krieg die Krise! Verdammt! Nein, 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 nein! Du kommst jetzt nicht auch noch zu uns! Mein Kaputt! Ja! Boah, alter Schwede. Ist das so eine tägliche Quest irgendwie? Kann das sein? Weil wir mussten ja schon mal welche retten. Hm. Ich habe das Gefühl, dass das eine Daily ist. Das ist zu weit entfernt. Ich habe in der kann ich noch nicht tun. Das lädt immer noch an. Was geht euch durch den Kopf? Hallo? Hallo? Wenn das eine Daily ist, also eine tägliche Quest, dann sind die Minenarbeiter aber auch ganz schön dumm, dass sie sich immer gefangen genommen. Gefangen nehmen lassen. Das hat dann schon einen Hauch von Dummheit. Ich bin ganz ohr. Ich meine, diese Viecher, die schlafen. Die schlafen, obwohl die eigentlich arbeiten müssen. Ja, okay, dumm ist das nicht, das ist eigentlich schlau, aber trotzdem. Irgendwie leicht dämlich, aber auch nur leicht. So, er ist auch befreit. Kupferader nehmen wir mal mit. Mensch, die spawnen ja wieder schnell. Hier ruckzuck. So, jetzt haben die eingesammelt. So, ich roll mich hier jetzt einfach mal raus aus dem ganzen Gedöns hier. Nein, da gibt's ja Kräuter. Komm, komm, schneller, 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 schneller. Yes! Ha, abgezogen, ihr Viecher. So, Senator. Oh ja, da können wir mitnehmen. Das meine ich, nicht da. Was ist denn da? Hallo. Hallo. So, dann verkaufen wir jetzt mal hier so ein paar Sachen. So, weg, alles weg. Ja. Ja. Passt. Ja, was wollte ich jetzt? Ich wollte Richtung Norden. Genau. Eigentlich müssen wir auch noch in eine Eisenschmiede. Weiß nicht, wann wir das machen. Kochkunst, Bergbau. Bergbaulehrer, können wir da schon irgendwie was machen? Ich glaube nicht, erst ab 50, ne? Ja. Ja, dann müssen wir mal wohl nach Norden laufen.
Na, scheiße, da waren jetzt auch welche. Na, egal. Wie sollen wir denn da hinkommen? Irgendwie durchs Gebirge? Oder kommen wir da durch Eisenschmiede irgendwie durch? Da irgendwie... Puh, gute Frage. Wie kommt man da am besten? Oh nein, Bären. Nein, Bär, ich töte dich jetzt nicht. Hier haben wir Probleme mit Bären. In Assassin's Creed 3 haben wir Probleme mit Bären. Ich glaube, irgendwas haben die Bären gegen uns. In jedem Spiel. Ja, da kommen wir nicht hoch. Das ist schier unmöglich. Wie soll man da hinkommen? Kommt man hier irgendwie so ein Gebirgspass? Ach, fick dich doch, olle Hure. Lässt sich von Schneeleoparden vögeln, die du noch nicht mal kennst hier, wa? So, Fotze. Stirb, Berghase. Oder auch nicht. Manu. So, nee, da kommt man nicht durch. So viele sammelbare Ressourcen. Aber ich glaube, hier kommt man rüber. Wenn ich mich nicht irre. Sei denn das gleich so eine riesen Felswand, dass man da nicht durchkommt. Eventuell kommen wir da oben hin. Wow, das würde ich ja nicht schaffen. nein. Warum? Nein! Hier mal hier lang. Ach du Kacke. Puh. Ach, immer diese Suche nach dem Weg, das ist so schlimm. Hab die Karte jetzt mal kleiner gemacht, damit wir mehr sammelbare Ressourcen finden können. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Weg hier richtig ist, dass wir hier irgendwie zu der Quest hinkommen. Ich bin da mal optimistisch. Nein! Ey, sag mal, ihr wollt mich doch hier voll verarschen. So. Naja, das ist... Das geht nicht. Das ist zu steil. Ich bin aufgeschmissen. Pah. Ich glaube, wenn wir da vorne den Pfad da nehmen, kommen wir, glaube ich, ins Sumpfland. Oder nach Loch Modan, das kann auch sein. Ja, kommen wir, glaube ich. Außer der geht gleich einen Weg so links ab. Sieht danach aus. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht. Nordtor Außenposten. Vielleicht ist da ja noch so ein Tunnel. Vielleicht sollte ich einfach mal die Quest lesen. Oh. Laut der Pläne, die ihr erbeutet habt, planen die Dunkeleisenzwerge einen groß angelegten Angriff auf den Flugplatz von Eisenschmiede. Der Rat hat einen Großteil unserer Streitkräfte nach Don Moreau verlegt. Sie sollen sich dort um die Instabilität, die durch den Kataklysmus entstanden ist, kümmern. Die Verteidigungslinien des Flugplatzes sind geschwächt. Wir müssen euch so schnell wie möglich zum Flugplatz bringen. Nehmt die Straße zurück nach Westen in Richtung des Steinbruchs Golbola und findet Martell Rostzange. Er sollte eine Flugmaschine für euch haben. Fuck! Nein!
Kacke! So, wir teleportieren uns da irgendwie dahin. Brauerei Donnerbräu, Mann, das ist auch so weit weg. Das ist noch viel weiter weg, als wenn wir laufen, glaube ich, oder? Hier, so, nach da. Ja, viel weiter weg. Puh. Kann denn nicht mal irgendjemand mit so einem Mammut aufkreuzen, der so zwei Plätze frei hat? Oder mit so einer X-83 Reiserakete? Die habe ich auch. X-53. Geiles Teil, wenn man zu zweit questet. Oh. Wir können es ja töten lassen, dann spawnen wir bestimmt irgendwo da vorne. Nee. Oh, da kommen wir auch irgendwann hin. Eine Scherbenwelt. Eieieiei. Auf zum Steinbruch. Da, 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 da. Hey. Ja, sowas passiert, wenn ich Langeweile habe. Und ich irgendwie irgendwo hin muss. Hinlaufen muss. Wenn ich reiten müsste, dann wäre es kein Problem. Aber laufen, das ist für mich die Qual. In diesem Spiel. Das ist eine richtige Qual für mich. Weil das so elendig lange dauert. Ne, mit dem müssen wir nichts machen, ne? Ne. Oh, Schneeleoparden überall. Das ist so toll. Die haben auch keine niedrige Spawnrate oder so und sind auch gar nicht aggressiv gesinnt uns gegenüber. Ach, welch Freude. Juhu. Wusstet ihr schon, dass ich Ironie mag? Ich mag Ironie richtig gerne. Das ist meine zweite Muttersprache. So, hier muss jetzt irgendwo so ein Kerl sein, der uns irgendwie transportieren kann. Nehmt die Straße zurück nach Westen in Richtung des Steinbruchs Skull Bula und findet Materoszange. Ja, hier ist niemand, der Materoszange heißt. Target, wie hieß der? Martell. Ah, warte. Martell-Rost-Zange. Das kopiere ich mal eben ab. Wo ist er? Ich habe ihn im Target. Blues? Ich weiß nicht, wo der ist. Da vorne! Ja! Ja, der Name steht auch gar nicht in der Luft. Kein Wunder, dass ich den nicht finde. Ist klar, ne? So, und wir waren da vorhin noch. Oh, ich bin so ein Otto. Und ich hab Hunger und hier liegt nichts zu essen. Ah, oh, Mann, ich krieg eine Krise. Ah, moin. Bauen wir die Eisenschmiede. Ja, das ist schön. Oh ja, hier sind ganz viele dunkle Eisenzwerge. Der Landeplatz ist ja hier, genau. Ja, der wurde zum Glück noch nicht angegriffen. Ich denke mal, der lässt uns jetzt fallen. Oder? Landet der? Wo fliegt der hin? Ja, genau. Anstatt uns zum Questgeber zu fliegen, fliegst du ganz hier hin, oder was? Ey, ihr seid mir auch solche Vollkonsorten. Ey, das ist unnormal. Und sonst so? Lauft ihr auch immer schön durch Dunmoro? Nur durch Dunmorok? Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Immer diese Zwergensprache. Muss ich auch mal auswendig lernen. Kann ich bestimmt bei Frauen richtig mit angeben. Was geht euch durch den Kopf? Wie ich bei Frauen mit eurer Sprache angeben kann. Löscht 6 Feuer aus auf dem Flugplatz von Eisenschmiede mit eurer Feuerwehrausrüstung. Oho, wir haben eine Feuerwehrausrüstung. Alles klar, da können wir bestimmt Feuer mitlöschen. Ein Brand gelöscht. 2 Brände gelöscht.
3 Brände gelöscht. Vier Brände gelöscht. So, da will ich jetzt gleich mal ein Screen von machen. Wie unser heroischer Nachtschrecken Samrael ein Aufhält macht. Ich habe zwar keinen Screenshot gemacht, aber das mache ich im Nachhinein für den Thumbnail. Denn den Screenshot werde ich sowieso nicht wiederfinden. Oder eher gesagt, nicht daran denken. Das kann natürlich auch sein. Ich möchte ein Mount. Ein zuckersüßes Mount. Ich bin ganz Ohr. Das ist schön, dass du ganz Ohr bist. Platziert 8 Banner von Eisenschmiede in Hügel aus losem Schnee überall auf dem Flugplatz von Eisenschmiede. Jawohl, mein Lord. Mach ich. Dazu müssen wir die erstmal finden. Hügelchen, wo seid ihr? Ich spruch euch Land. Nee, schade, hätte ja klappen können. hier. Ach, jo. Stufe 18, können wir rein. Dankeschön. Aloha. Den Chat mache ich aber mal in ein eigenes Fenster. Interessiert ja nicht, was die da so schreiben. Uns geht's ja hier hauptsächlich um den Levelbonus. Haben wir den hier denn schon? Da. Überholspur, Gildenbonus Rang 2. Ja, 10%. Wunderbar. Das ist schön, das ist toll, das macht uns happy. Und wir finden, ich finde keine Hügel. Da ist wieder einer. 8 Banner sollen wir aufstellen. Ich glaube, es hakt. Ha. So, nächstes Banner. Und das vierte Banner. Das fünfte Banner. Was kriegen wir denn für einen Buff? Kämpfen mit neuem Mut. Ja, wunderbar. Und das sechste Banner. Der Banner, das Banner. Das sechste Banner, der sechste Banner. Siebter Banner. Machen wir es mal so. Ich habe ja immer diese Grammatikstörung, wenn ich aufnehme. Yay. Und jetzt müssen wir ganz dahin wieder zurücklaufen. Wuhu. Da können wir uns aber auch rollen. Sind ja fett genug dafür. Haben ja unsere Bierkulle. Da kann man das ja gut machen. Oh, ich kann auch einen Ein-Mann-Chor machen. Oh, 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 oh. Nee, kann ich nicht. Bin ich so doof für. Viel zu doof dafür. Die brennen ja schon wieder. Hat ja gar nichts gebracht. Oh, ihr seid mir welche. Ah. Nehmt mal mit. Nicht in den Fahrzeugen rauchen. Oder kiffen oder was ihr da macht. Ist nicht gut. Macht die Fahrzeuge was kaputt. Steigt in den reparierten Bomber und tötet 30 Angreifer der Dunkeleisenzwerge mit der Eisenhammerbombe. Ihr könnt beliebige Dunkeleisenzwerge oder ihre Verbündeten auf dem Flugplatz töten. Jawoll, wo ist der Bomber denn? Hey Bomberland, wo bist du? Nee. Hä? Wo soll der sein? Ist der das? Ja, der ist das. Ich will mal eben. Nee, wo ist das? Ich, Kontakte. Ah, Schimpfwortfilter geht mir weg. Namen. Gibt's hier was? Gilde oder so? Nein, nein.
Nein, 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 nein. Was ist Wasserkollision? Na egal. Schnell plündern. Anzeige. Nö. Da, Kontakte, Gildenmitgliederalarm. Da, wunderbar. Scrollen mit dem Mausrad aktivieren, ja klar. So, dann mal rein da. In den reparierten Bomber. In die gute Elise, ne? Na, ah, da wäre auch noch eine. Ne, der brennt. Hätten wir nicht reingekonnt. Kaboom! Obwohl, wir haben schon 2 Mega abgezogen. 4. 6. Schade. Oder auch kein. So oft runter bomben, wie es geht. Huch! Oh, Moment, Moment. Ganz schnell kaputt machen. Das ist voll die Kaputtmachquelle. Boah, geil. Kaputtmachquelle, das ist auch kein deutsches Wort. So, hier auch noch. So, dann sollten wir die, denke ich mal, haben. Ja, ich bin schon fertig. Du kannst doch zurückfliegen. Schon mal was von Kommunikation gehört? Gehört? Ach, das sind sogar wir. Ja, nee, ist klar, ne? Ja, du kannst zurückfliegen. Zazi hat die Gilde verlassen. Nein. Oh nein. Warte nur 11 Mitglieder und Level 18? Na, okay. Je weniger geschrieben wird, desto besser. Wurde halt schön begrüßt. Herzlich willkommen. Ja. Wir gehen in die Fallen aus. Fang 50 Kampfhaustiere in Haustierkämpfen. Nein. Werde ich nicht machen. Erfolge. Oh Mensch. Da muss ich hier ja aber noch ordentlich was machen. Warte, ich muss nur noch die Blutmythos-Insel und dazu Mythos-Insel erkunden. Oh, das ist ja geil. Ha! Sehr genial. Schermwelt. Wälder von Terroka. Na, das ist ja auch nicht allzu schwer. Nordend. Halt das auch schon ganz? Ja. Erkunde den Kataklysmus. Okay, da muss ich noch ein paar machen. Und Pandaria habe ich natürlich noch nichts. Und ich laufe schon wieder falsch. Weltenbombe. Bomber. Weltenbumser. Hihi. Barney Stinson. Weltenbummler. Ja, okay. Ja, Mann. Geneas. Freut mich. Töte General Grimax auf dem Flugplatz von Eisenschmiede. Oh mein Gott, jetzt müsste ich so dramatische Musik einfügen, da wir uns direkt in den Tod begeben und der Chor singt im Hintergrund. Wir rollen uns empor, in der Hoffnung, dass wir schnell General Grimax töten können. Irgendwann. Der Chor macht die dramatische Musik schon irgendwie, oder nicht? Passt irgendwie ganz gut. Wird es das letzte Mal sein, dass wir unsere Zwergenkumpanen begrüßen, oder werden wir den Zwergenkönig töten? Dies und mehr sehen Sie in der nächsten Folge von World of Warcraft.